mit einer Übertragung der Abschlusszeremonie der Empire-Ausstellung direkt aus dem Wembley-Stadion. Seine Majestät König George V. gibt uns die Ehre seiner königlichen Anwesenheit. Seine Exzellenz, der Erzbischof von Canterbury, Dr. Cosmo Lang, unser Premierminister, der Ehrenwerte Stanley Baldwin und der Schatzkanzler, der Ehrenwerte Winston Churchill. Die heutige Schlussansprache wird Albert, der Herzog von York, halten. Dies ist seine erste Radioansprache an die Nation und die Welt. Ladies und Gentlemen, zweifelsohne. Buchs aus, Junge! Er braucht mehr Übung! Wirst du bald in den Genuss dieser Ansprachen kommen? Fließend gesprochen! Sie wurden uns als letzte Rettung empfohlen. Jetzt zieren unsere Brauen Siegerkränze. Bitte nicht zu nah. Zwei Schritte Abstand. Das ist die Regel. Wie soll ich sie nennen? Eure königliche Hoheit. Wie wär's mit Bertie? So nennt mich nur meine Familie. Ich wette mit Ihnen, dass Sie fließend lesen können. Das ist die Frage. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ob's Elend gewöhnt, Pfeil und Schleudern des gütigen Geschicks erdulden. Oh, Scheiße! Scheiße, 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 Scheiße! Merken Sie, wie die Darmentleerung Ihnen von der Zunge rollt? Herr Mistkerl, Mistkerl, Mistkerl! Verdammt, verdammt, verdammt! Fuck, 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 fuck! No. Schon lange gewartet. Komm, das war der alte Knacker mit Absicht. Was? Sterben? Ja. Dein Vater ist keine 6 Monate tot und diese Amerikanerin veranstaltet ein Housewarming. Und ich weiß genau, dass sie mich die hausbackene Herzogin nennt. Ein bestechendes Konzept. Wunderbar formuliert. Es geht auch nicht nur darum, dass sie Amerikanerin ist. Guter Gott, wir müssen verhindern, dass diese Kaiserin der Nacht zur Königin von England wird. Dachte, man hätte es dir erzählt. Bald wird sie frei sein. Bertie und Könige heiraten, durchaus. Keine zweifach geschiedene... Fuck! Langsam ausatmen und hinab mit Prinzessin Elisabeth. Und langsam wieder einatmen und auf geht's mit Prinzessin Elisabeth. Ich werde dich wie immer bei deinen Abenteuern unterstützen. Zum zweiten Mal im Leben der meisten von uns befinden wir uns im Krieg. Wieder und wieder haben wir versucht, einen friedlichen Ausweg zu finden aus den Differenzen zwischen uns und jenen, die mittlerweile unsere Feinde sind. Was für eine außergewöhnliche, unverschämte Frage! Verschwinden Sie doch! Ist der... Aber Sie benehmen sich bei weitem zu vertraulich. Helfen Sie mir nun, oder helfen Sie mir nicht, oder wollen Sie, dass ich bettle?